Ja, servus Freunde und herzlich willkommen zu einem Special Let's Drink. Oder beziehungsweise Let's Fail Analyse 2013 Champions League heute auf der Tagesordnung. Und das Bier ist auch schon wieder in Strömen geflossen. Nicht nur das Bier. Professor Rumsen, ja, schon wieder betrunken wie immer. Ich bin immer nicht da. Ja, gut, als Heckenpenner ist es auch an der Tagesordnung, dass man sich mal den einen oder anderen trinkt. Ja. Dann gehört das zum guten Ton. Und deswegen heute das Bier. Nein! Da ist das Ding! Ja! FC Barcelona gegen AC Milano. Drunk Edition hier, Analyse-Tool am Start. Jetzt frage ich mal sofort, Hundi Hunsen, was ist dein Tipp? Wer spielt nochmal? Barcelona gegen Mailand. Ja, ich würde sagen das Barca. Soll, ne? Barca! Ja, wie hoch? Die haben das Hinspiel 2-0 verloren. Ich weiß, aber die ja, das ist ja immerhin noch Barca. Ja, und? 3-1. Also raus. Das würde nicht reichen. Ja. Aber die gewinnen trotzdem da. Und Markus Kowski? Nur das Rückspiel-Tipp oder generell Tipp? Beides. Kommt drauf an, auf deinen Tipp. Das eine ist ja abhängig vom anderen. Könnte es eventuell sogar 2-0 enden. Kommt drauf an, wie Barca halt in Tritt kommt. Dann was spielen die Mittwoch, Dienstag? Dienstag, Mittwoch. Ich kann nicht verstehen, du sprichst so leise. Wie auch immer, also es könnte 2-0 enden mit Glück für Barca, also generell, dass es einen Sieg für Barca gibt im Camp Nou, gehe ich mal von aus, aber die Frage ist, wann das erste Tor fällt und dann halt, wie hoch es ausgeht. Und ob Milan halt in der Lage ist, nochmal dermaßen zu mauern, wie sie es im Hinspiel gemacht haben und dann zwei Lucky Punches zu setzen. Ne? Das heißt? Tendenz Richtung Sieg Barca. Eventuell 2-0 in Verlängerung, aber könnte auch höher ausfallen. Also generell, wenn frühes Tor fällt, gehe ich davon aus, dass Barca weiterkommt. Ich will es mal kurz machen. Ich gehe davon aus, das Spiel endet 1-0 für Barca. Aber lasst uns mal eben noch kurz... ja, was gibt es da großartig zu gucken? Bisher 5 Siege für den FC Barcelona, 3 Unentschieden, 2 Siege Milan. Wünsche mir natürlich das 2-0 für die Mailänder. Barca zuletzt mit 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen. Normalmente! Will mich so anschließen. Und ja, natürlich bester Torschütze in der Königsklasse natürlich. Der kleine Inzestbub. Lionel Messi, nein, du hast ja nicht gespielt. Kaiser Franz darf das sagen. Ja, gut, Schapapapa. El Shaarawy und Pato auf Seiten. Ja, Pato ist. Pato ja, nichts mehr sei da bei Barcelona. Mente. Der ist bei Sao Paulo. Ja, deswegen unser Tipp: Das Spiel endet. Ich sage 1-0 für den FC Barcelona. Da ist aber unser nächster Experte gekommen. Ayo, Alexander Klar. Professor von und zu. Ich schließe mich der Analyse an.